Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir machen heute weiter mit dem Angriff auf die Lager. Sie formieren sich. Sie sind mehr als wir und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Pass auf, Marcus, unser Volk braucht dich. Go, go, go. Diesmal kannst du mich nicht retten, Marcus. Scheiße. Das Blut, das wir vergießen, klebt für immer an unseren Händen. Gebt mir Deckung! Versteck dich, bis es vorbei ist, okay? Okay. Scheiße. Wieder ein Freund geopfert. So, die Jungs sind weg. Wir haben eine Chance momentan von 63% weiter durchzukommen. Wir haben hohe Verluste. Wir müssen schneller zum Lager vordringen. Auf mein Signal! Auf mein Signal! Jetzt! Komm, komm! Auf Position!
können nicht vorwärts. Das Maschinengewehr mäht alles nieder, was sich bewegt. Scheiße. Das müssen wir ausschalten. Scheiße, wir haben drei. Das ist das Problem. Wir haben 3% nur noch. Wir hatten 61% Schaffung. Also müssen die Chance wieder einiges höher gegangen, jetzt auf 18%. Nein! North! Scheiße! Viel zu viel Verluste gerade. Nein. Scheiße. Ich habe verdrückt hab. Ich habe dich lange gesucht, Marcus. Du schon wieder. Doch. Es wird niemals vorbei sein. Connors Mission ist gescheitert.
Die Menschen verlassen das Lager. Geschafft. Wir haben gewonnen. Gott sei Dank. Das hier ist kein Sieg. Es ist der Beginn eines Krieges. Grenze zwischen USA und Kanada, außer von Detroit. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Verquere die Grenze. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Nächster, bitte. In der versteckten Ort, da hinten. Das muss ein Fehler sein! Bitte! Nein! Na, ich würde jetzt gerne mal wieder raus hier. Kann ich nicht raus? Muss ich jetzt echt erwarten? Muss ich jetzt den ganzen... Meine Tochter muss auf die Toilette. Gut.
euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Rose. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Sie haben mir die Adresse Ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Was passiert jetzt mit Marcus? Er greift gerade eins der Androidenlager an. Ich weiß nicht, ob er Erfolg haben wird. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ich finde nicht gut, was Marcus da macht. Aber ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Was haben sie denn überzeugt? Ja, von selber. Manchmal muss man so Entscheidungen treffen. Later.
Ausweis. Stillhalten, bitte. Hallo. Oh Gott. Nächster. Ausweis. Willkommen, Kanada. Jetzt haben wir die Kleine gerettet. Und gerade erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus Detroit. Was ist los, Joss? Ja. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Genau, was war los? Die Behörden haben soeben verkündet, dass das Hardplaza-Lager in die Hände der Rebellen gefallen ist. Nach äußerst gewalttätigen Kämpfen. Die Abweichler sollen angeblich die Androiden aus dem Lager befreien. Wenn diese Berichte bestätigt werden, könnten die Konsequenzen katastrophal sein. Millionen fliehen vor den Kämpfen. Wir sind Zeuge eines Exodus. Es heißt, dass der Kampf in Detroit beendet ist. Die Streitkräfte ziehen sich nach Fort Wayne zurück und warten auf Verstärkung. Die Stadt Detroit ist in den Händen der Rebellen. Heute Morgen am 11. November 2038 wurde das Androidenlager Nummer 5 in Detroit von Tausenden von Abweichlern angegriffen. Unsere Streitkräfte kämpften zwar tapfer, doch aufgrund der enormen Brutalität des Angriffs waren sie nach schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen. Im ganzen Land kommt es zu offenen Kämpfen gegen die Androidenrebellion. In den kommenden Stunden werde ich vor den Senat treten und eine Krisensitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen. Der Menschheit steht jetzt der mit Abstand wichtigste Kampf ihrer gesamten Geschichte bevor. Ein Kampf, der zu unserem Sieg führen wird oder zu unserer Vernichtung. Gott schütze Sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute... Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag, denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Musik.
hatten es geschafft, Albert. Du bist jetzt sicher. Und das war's mit Detroit Become Human. Das war's auf jeden Fall mit dem Let's Play. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Let's Play. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Es war geil. Es hat Bock gemacht auf jeden Fall. Und vielleicht werde ich es nochmal privat spielen.